Hallo, herzlich willkommen bei Alarm am Tisch. Heute spielen wir Cosmic Encounter von 1977, allerdings in der deutschen Ausgabe von 1991. Ursprünglich war das Spiel von Bill Eberle, Jack Mitridge, Peter Olotka und Bill Norton. Die Ausgabe ist jetzt von Hexa Games unter dem Copyright von Mayfair Games ist das dann auch erschienen und ist 2008 nochmal aufgelegt worden. Also es gibt einige Neuauflagen dieses Spiels, die dann alle auch ein bisschen anders aussehen und anderes Material haben, aber das Grundprinzip ist immer das gleiche geblieben. Es geht darum, dass wir kosmische Mächte darstellen, also Rassen im Kosmos und versuchen mit unseren Raumschiffen, diese Holzscheiben sind Raumschiffe, mit unseren Raumschiffen in Konflikten zu siegen, oder in Verhandlungen zu bestehen, um dann auf fremden, also in fremden Galaxien beziehungsweise Sternen, ja genau, in fremden Ich glaube, das sind immer Systemen, Sonnensysteme und das genau, sind unsere Planeten in unserem ja Sonnensystem, genau, ne? ne, also in fremden Sonnensystemen auf den Planeten der anderen Rassen Kolonien zu errichten. Eine Kolonie wird allein schon dadurch errichtet, dass ich da durch einen Konflikt oder eine Verhandlung eins meiner Schiffe platzieren darf. Jetzt hätte ich eine Kolonie. Wer fünf Kolonien hat, der hat das Spiel gewonnen. Wenn mehrere Spieler gleichzeitig fünf Kolonien haben, dann haben alle zusammen gewonnen. Also die Spieler, die jeweils fünf Kolonien haben. Wir suchen uns gleich eine Rasse aus. Dazu bekommen wir dann eine entsprechende, dann, dazu werden entsprechende Karten dann noch gezogen, sogenannte Blitzerkarten, die der Rasse entsprechen. Und diese Blitzerkarten werden dann in den Kartenstapel für die Herausforderungen gemischt. Zusätzlich dazu werden diese Edikte in diese Herausforderungen gemischt. Und 10, nein, bei uns 8 weitere, also erstmal 4 für unsere Mächte und noch 8 zufällige weitere, nämlich 2 pro Spieler, kommen in diesen Stapel mit den Herausforderungskarten. In diesen Herausforderungskartenstapel gibt es einmal reine Zahlwerte und Kompromisskarten. Das sind die Karten, die hier so grundsätzlich drin sind, Zahlenkarten und Kompromisskarten. Diese Blitzerkarten und die Ediktkarten sind Karten mit besonderen Fähigkeiten. Die kann man dann spielen. Entweder die Symbole darauf geben an, wann man sie spielen kann. So. Wie läuft das jetzt grundsätzlich ab? Wir haben gleich jeder 7 Karten und es gibt dann einen sogenannten Schicksalskartenstapel. Aus diesem Schicksalskartenstapel wird dann eine Karte gezogen, hier zum Beispiel die Lila-Karte. Das heißt, der Spieler, der dran ist, wenn ich jetzt dran wäre, müsste ich im lilanen System einen Planeten bestimmen, den ich angreifen möchte. Ja, ich kann mir das nicht aussuchen, sondern wenn diese Karte kommt, dann muss ich lila angreifen, dann sage ich ja, hier komm in der Mitte, da möchte ich das angreifen und dann kann ich von einem meiner, oder ich kann dann bis zu 4 Schiffe, 1 bis 4 Schiffe auf den Kegel stellen. Ja, das heißt, Das ist dann deine Expeditionsflotte. das ist dann meine Expeditionsflotte und ich mache das natürlich geschickt, indem ich dann von meiner Expeditionsflotte hier mal so 4 da drauf stelle. So. Das ist dann eigentlich der Beginn. Wenn ich schon ein Schiff verloren gehabt hätte, wäre der Beginn meines Zuges gewesen, ich hätte ein Schiff aus dem schwarzen Loch befreien können. Ja, so. Dann ist das nächste, ne, diese Schiffe draufstellen, auf den Planeten richten. So, und dann lade ich Verbündete ein. Das heißt, ich kann jetzt jeden, der nicht an dem Konflikt direkt beteiligt ist, also in diesem Falle gelb oder rot, dazu einladen, mich zu unterstützen. Was haben die Unterstützer davon, wenn sie ihre Schiffe einsetzen? Sie dürfen dann, wenn wir erfolgreich sind, auch eine Kolonie auf dem Planeten errichten. So. So, das ist so die Frage, warum sollte man dann überhaupt den Verteidiger unterstützen? Weil es geht ja darum, Kolonien zu errichten. Den Verteidiger, der dann danach einlädt, nämlich,
sollte man vielleicht deshalb unterstützen, um neue Karten zu bekommen. Denn nur so bekommt man neue Karten zwischendurch. Die einzige andere Möglichkeit, neue Karten zu bekommen, ist, wenn man als Defensivspieler, also in diesem Fall André, keine Herausforderungskarte mehr hätte, sondern nur andere Karten. Ja? Das heißt, wenn man nur noch Kompromisskarten hat oder eben Edikte oder Blitzer. Ist die Kompromisskarte nicht auch eine Herausforderungskarte? Ja, stimmt. Genau. Nee. Also wenn man nur noch Edikte oder Blitzer auf der Hand hat, dann kann man eben 7 neue ziehen. Ja, man darf dann auch noch Edikte oder Blitzer spielen, die zu dem Zeitpunkt spielbar sind. Aber das darf ich nur verteidigend tun oder darf ich das auch nur verteidigend? Das heißt, wenn ich jetzt dran bin und habe nichts zum Angreifen, dann kannst du, dann musst du es trotzdem spielen. Dann musst du eine andere Karte spielen. Okay. Zumindest steht es, also okay. Ich gucke es gleich nochmal nach, aber ich habe es in der Regel tatsächlich nicht gefunden, dass auch der Offensivspieler ziehen darf, sondern es war nur die Aussage, der Defensivspieler darf das machen. So, wenn beide eingeladen haben zur Verteidigung, dann ist es so, dass beginnend mit dem Spieler links vom Offensivspieler gibt jeder Spieler an, ob und welches Bündnis er akzeptiert. Ja? Man darf während der Verhandlungen natürlich auch andere Dinge anbieten. Ne? Man darf sagen, so, wenn du mir beistehst, dann ne, kriegst du noch so eine Karte oder lass uns dann noch Karten tauschen. Das kann man auch noch machen. Man kann seine kosmische Macht gegebenenfalls einsetzen. Das sieht man dann, wenn man die Aliens hat. Ich kann ja mal so eine Karte zeigen. Zum Beispiel hier die Insekten. Die Insekten haben die Macht der Metamorphose. Was das dann bedeutet, können wir uns gleich angucken, wenn wir die ausgesucht haben. Ne? Dann kann man das, dann setzen wir das ein und dann kann man das sehen, was die so können. Jeder kann jederzeit nachgucken auf seiner Spielerkarte, welche Macht die anderen haben. Hier stehen nämlich alle kosmischen Mächte drauf. Und es steht dahinter immer, ob das eine freiwillige Macht ist oder eine automatische Macht. Ja, wenn ein F dahinter steht, kann der Spieler die einsetzen, muss das aber nicht. Wenn es eine automatische Macht ist, dann muss der Spieler das einsetzen oder kommt die immer zum Einsatz. Ja? Das ist egal, ich kann das nicht lesen. Das hängt aber von der Macht ab. Genau. Der Text, Größe 2 hier. Der Text auf den Mächten macht es aber eigentlich auch deutlich, ob man die automatisch. Ich meine die Kamera, ich meine 1 Million Mächte und ja, in winziger Schrift. Ne, automatisch einsetzt oder nicht. Okay. So, wenn man dann das gemacht hat, also wenn die Spieler dann die Bündnisse angenommen haben, dann ist es so, dass die Hauptspieler, also der Offensivspieler, das wäre ich, und der Defensivspieler, das ist André, würden dann ihre Herausforderungskarten ausspielen, und zwar verdeckt, und dann gleichzeitig aufdecken. Ja? Genau. Wenn wir das jetzt so machen, ihr beide nehmt nicht an, und André stellt auch 4 Schiffe auf die andere Seite des Kegels. Der kann ja gar nicht mehr, oder? Der kann ja nur die auf dem Planeten sind. Genau, du musst die auf dem Planeten sind, genau. Und eigentlich brauchst du die, glaube ich, auch gar nicht aufstellen. Und die bleiben dann da stehen. Alle Schiffe verteidigen sich, die auf dem Planeten sind. So, dann spielen wir beide diese Herausforderungskarten und ich spiele eine 5, weil ich nichts anderes habe. Und André hat eine 6 ausgespielt. Dann würde André jetzt gewinnen. Ja, dann heißt der Defensivspieler. Weil der 4 plus 6 rechnet. Genau, 4 plus 6 plus und ich rechne 4 plus 5. Mhm. Wenn noch andere Schiffe dabei wären, genau, oder wenn meine Macht irgendwie sagt, meine Herausforderungskarten werden verdoppelt oder so, weiß gar nicht, ob es so eine Macht gibt, dann wäre es so, dass ich dann gewinnen könnte. Aber so ist es jetzt, André gewinnt. Ich verliere, alle meine Schiffe kommen dann ins schwarze Loch. Dann sind die weg. Für mich nicht, im Moment nicht mehr verfügbar. Zu Beginn meines nächsten Offensivzuges würde ich dann einen zurückbekommen. Ja. Alle, die dich unterstützt haben, würden auch ins schwarze Loch fliegen. Und die mich unterstützt haben, gehen wieder auf ihre Planeten zurück. So ist es. Dürfen dafür aber irgendwie Karten ziehen. Das ist ja der Trick. Genau. So, genau. Bei Gleichstand gewinnt der Verteidiger. So, jetzt kann es natürlich sein, dass ich eine Kompromisskarte spiele.
statt einer Kampfkarte. Es gibt, statt einer Wertekarte könnte ich auch eine Kompromisskarte spielen. In dem Fall ist es tatsächlich so, wenn eine Kompromisskarte und eine Wertekarte gespielt wird, gewinnt natürlich der mit der Wertekarte. Und zwar egal, wie groß die Flotte ist. Egal, wie groß die Flotte ist, genau. So. Aber ich darf dann entsprechend meiner verlorenen Schiffe Karten vom Spieler mit der Wertekarte ziehen. Mhm. Ja, das heißt also, ich dürfte jetzt 4 Karten aus der Hand von André ziehen. Als Entschädigung dafür, dass ich eine Kompromisskarte gespielt habe. So. Und umgekehrt auch, ne? Und umgekehrt genauso, richtig. Nur wenn beide eine Kompromisskarte gespielt haben, dann ist es so, würden sich die anderen Beteiligten einfach zurückziehen. Und die beiden Kontrahenten hätten eine Minute Zeit, sich zu einigen. Ja, das dürfen die anderen Beteiligten natürlich durch lautstarke Zwischenrufe versuchen zu unterbinden. Aber bitte nicht so laut schreien. Und wenn die sich nicht einigen, ist ja die Fall, du ziehst sie zurück, oder? Genau. Ja, so ist das. Genau. Was passiert denn, wenn es, also kann es dann noch zu einer Nicht-Einigung kommen? Ja, dann zieht er sich zurück. Genau. Dann das heißt, als Verteidiger könnte ich sagen, es interessiert mich alles nicht, dann kannst du nichts muss ich tun. Noch mal schnell nachgucken. Oder weshalb sollte ich einen Kompromiss eingehen? Du bist ein Aggressor. Ja. Ich glaube, eigentlich ist die Tatsache, dass ihr beide Kompromiss spielt, ist ja eher, ihr habt beide darauf gezockt, dem anderen Karten aus der Hand zu ziehen. Und dann kommst du zu so einer Situation, wo im Grunde genommen dann keiner Karten kriegt und dann versuchst du noch das Maximum rauszuholen. Aber es gibt ja keine Konsequenz. Also, es gibt mit Sicherheit eine Konsequenz. Entschuldigung, das muss ich tatsächlich nochmal nachdenken. Damit zwar kannst du wahrscheinlich dann dem erlauben, da einfach eine friedliche Siedlung bei dir zu machen. Man darf ja nebeneinander siedeln, habe ich verstanden. Also steht, wenn beide Karten Kompromisskarten sind, ziehen die Verbündeten ihre Schiffe auf eine eigene Basis zurück und die beiden Hauptspieler haben eine Minute Zeit, eine Abmachung zu erzielen. Genau, in einer Abmachung, allerdings darf in einer Abmachung weder nichts gegen nichts gehandelt werden, noch kann ein Spieler durch eine Abmachung mehr als eine Basis hinzugewinnen. Wenn die Spieler nicht innerhalb einer Minute handelseinig werden, verlieren sie beide 3 Schiffe in das schwarze Loch. Genau, also man muss irgendwas verhandeln, ja, also man muss sagen, so, wir tauschen eine Karte aus oder ich darf eine Basis errichten und oder beide dürfen bei mir eine Basis errichten und sowas. Das heißt, ich dürfte dann bei dir eine Basis errichten. Ja, kann man dann sich einigen. Das kann man sich einigen. Okay. Man kann alles verhandeln. Ja, man kann auch sagen, so, beim nächsten Mal, wenn wir rot angreifen, dann machen wir auf jeden Fall zusammen oder so. Das ist... War ja klar. Kann man Basen, möglich. Die einmal aufgesetzt sind? Ja, kann man. Erkläre ich gleich. Okay. Oder man kann den anderen aus seinem System wieder rausverhandeln, also Verhandlungen sind dann möglich. Wenn man den Kompromiss aber nicht schafft, dann verliert man, wie ich gerade ja gesagt habe, jeweils 3 Schiffe ins schwarze Loch. Auch der Verteidiger in diesem Fall. Ja? Von der angreifenden Flotte? Das heißt, wenn ich mit nur 2 angreife, ist besser? Nee, du verlierst 3 Schiffe. Drei egal, ja. Okay. Egal von wo. Genau. Ja. Genau, das war das. Man kann, wie gesagt, jederzeit oder man kann, je nachdem, welche Edikte und Blitzer man hat, die auch spielen. Das hängt dann davon ab, was das für Zeichen auf den Karten sind. Ja, die sich ja mit korrelieren ja mit denen, die. Genau, ne? So, dann werden die ausgespielten Herausforderungskarten abgelegt. Ist die erste Herausforderung erfolgreich? Also hätte ich jetzt zum Beispiel gewonnen und würde einen Planeten besetzen, das geht natürlich nicht beim Kompromiss, und hätte noch eine weitere Herausforderungskarte, dann könnte ich noch eine zweite Herausforderung starten. Habe ich nicht gewonnen oder keine weitere Herausforderungskarte, dann kann ich nicht eine zweite Herausforderung starten und dann ist der nächste Spieler im Uhrzeigersinn dran. Für die zweite ziehst du dann eine nächste Karte oder darfst du dir den zweiten... Nee, dann ziehe ich die nächste Karte. Okay. Genau, es wird immer eine neue Karte gezogen. Genau. So. Wenn du jetzt blau ziehen würdest, würdest du die nächste Karte nehmen? Ja, da kann er Leute aus seinem eigenen System rausschmeißen. Genau, dann, das hattest du gerade gefragt, dann könnte ich Sachen aus meinem eigenen System herausschmeißen. Oder ich ziehe eine neue Karte. Ja, das heißt, so, wenn jetzt blau käme, ganz am Anfang, hätte ich ja nichts davon, blau zu haben. Aber das heißt nicht, ich habe freie Auswahl, sondern das heißt, die Karte wird abgelegt, es wird eine neue Karte gezogen. Ja, es gibt auch 2 freie Wahlkarten hier drin. Die sehen so aus, da kann man dann angreifen, wen man will. So, ne, also da kann man dann das
in ein System tragen, wie man will. Hier sieht man auch nochmal, dass die unterschiedlich aussehen. Es gibt hier manchmal so einen schwarzen Kegel da drauf. Das ist eine Sonderregel, mit der man spielen kann, aber nicht muss. Wir ignorieren die heute. Ja, sonst also wird das die Spiel Karten sind gleichwertig. Noch komplexer, die Karten sind gleichwertig. Das gibt es auch für zum Beispiel die blauen Karten, da sieht man das auch. Da ist es so, der schwarze Kegel wird ignoriert. Das ist eine Sonderregel, die wir heute nicht spielen. Wir spielen allerdings nicht das Grundspiel und auch nicht das Anfängerspiel. Das ist ein bisschen langweilig. Ja, deshalb machen wir das heute etwas ausführlich. Ja, das ist ja jetzt auch so ein Spiel, das irgendwie 45 Jahre Regelgeschichte hat. Ne? Genau. Also so. Und es ist so, es gibt hier auf diesen Edikten verschiedene Symbole. Ne? Es gibt einmal dieses Endlos-Symbol, das heißt, die Karte kann man immer spielen. Das steht ja hier auch drauf. Genau, das steht auch drauf. Ne? So, beziehungsweise, dass man die immer spielen kann, steht hier unten. Ne? Dies kann jederzeit. Dann gibt es hier das Symbol, das Zwischensymbol ist, heißt vor einer Herausforderung. Mhm. Das heißt also, das kann ich entweder spielen, bevor der Offensivspieler die zweite Herausforderung spielt oder bevor der nächste die erste Herausforderung spielt. Und dann gibt es noch das Symbol, genau, es gibt noch ein Karten ziehen, Karten abwerfen. Ja, das können wir ja hier dran erkennen, ne? Laufen. Genau, und es gibt dann noch diese, genau, das findet beim Aufbau zum Spielbeginn statt, das muss man dann. Und das ist ja bei diesen Karten so. Auch so, da sind ja genau. Auch so Symbole. Bei den vorne. Karten ist das genauso. So. Hier sind allerdings immer zwei Sachen drauf, denn das sind die Blitzerkarten, da sind zwei Texte drauf. Einmal normal und einmal super. Wir mischen ja am Anfang unsere vier Mächte mit hinein, also die vier Blitzer mit hinein, die unseren Mächten entsprechen. Und wenn ich jetzt eine Blitzerkarte ziehe, die meiner Macht entspricht, zum Beispiel wenn ich die Gauner bin, ja, dann gibt es hier bei den Gaunern normal oder super. Und wenn ich die Gauner bin und diese Karte spiele, darf ich super spielen. Bin ich nicht die Gauner, sondern eine andere Rasse, dann darf ich nur normal spielen. Ja? Also den normalen Teil. Wenn ich meine Macht verloren habe, auch das ist nämlich möglich, ich kann meine kosmische Macht verlieren. Und zwar, wenn ich nicht mehr mindestens drei Planeten habe. Egal, ob da Fremdbasen drauf sind oder so. Ne? Aber wenn ich komplett hier raus bin von drei Planeten und noch zwei habe, dann habe ich meine kosmische Macht verloren. Ja? Genau. Ich kann übrigens, dann darf ich auch nicht super spielen. Dann darf man nicht super spielen, genau. Ich darf übrigens auch mehr als vier Schiffe auf einem Planeten haben, wenn sich das so ergibt, weil ich die von da aus zurückgewinne. Aber ich darf nicht mehr als vier Schiffe in einen Kampf einsetzen. Genau. 1 bis 4 Schiffe darf ich in einem Kampf einsetzen. In einer Herausforderung. In einer Herausforderung, genau. Das ist ja 75, da kommen wir nicht über Krieg, nee, 77 über Krieg reden. Das ist eine Herausforderung. Das ist eine Herausforderung. Okay. So, das ist der grobe Spielablauf. Feinheiten erklären wir gleich im Spiel, wenn wir zu welchen kommen. Und ja, grundsätzlich hat jeder so einen Ablauf einer Herausforderung vor sich liegen. Das heißt, man kann also jederzeit ablesen, so wie geht es denn hier weiter. Es gibt dazu dann in den Regeln Ausführungen, die sind aber eigentlich nicht notwendig. Man kann fast alles hier raus ersehen. Und ansonsten müssen wir halt mal kurz nachgucken. Jetzt müssen wir uns unsere Mächte angucken. Und eine davon aussuchen. Wir haben 3 zur Auswahl. Das ist auch eine Variante. Man kann das auch anders spielen. Man kann auch hier aus diesem Stapel 4 Karten verteilen und dann die entsprechende Macht raussuchen. Wir spielen aber das so, um ein bisschen Varianz reinzubringen und vielleicht auch zu gucken, so welche Macht könnte mir denn ganz gut gefallen, was würde ich gerne spielen. Machen wir das so, jeder hat 3 Mächte zur Auswahl, sucht sich gleich eine aus, wir suchen danach die entsprechenden Karten raus. Dann stellen wir den Stapel zusammen. Und dann geht's weiter, genau.